Einen schönen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu No Man's Sky. Und wir sind immer noch im über eine neuen Galaxie, ein neues Sonnensystem. Keine Ahnung, wo wir uns hier rumtreiben. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben uns hier ein bisschen hingeportet. Und wo ist eigentlich mein Raumschiff? Denn da. Ja, also wir sind in der letzten Folge ja durch das Portal gegangen, das erste Mal. Und die Wächter, die ruckeln so ein bisschen. Irgendwie komisch. Hä? Ach so, ja, richtig, das stimmt ja. Das war ja richtig. Wir sollten ja, Ruckel. Wir sollten ja zum Raumschiff gehen. Wir sollten ja da gar nicht hinlaufen. Also, was für ein Blödsinn. Natürlich soll ich hinlaufen, aber wir sind nicht direkt mit dem Raumschiff dahin gekommen. So wollte ich sagen. Wir sind ja einfach hierher gekommen, hierher geportet worden. Und, ja. So. Ich wollte eigentlich ganz gerne die Nanites mitnehmen. Es kam übrigens in den Kommentaren, ein Vorschlag war es eigentlich so nicht direkt, sondern es war ja eigentlich ein Glückwunsch, viel Spaß bei bei der Neuerkundung in der neuen Galaxie etc. pp. Und da habe ich eigentlich drauf geantwortet, ich wollte eigentlich gerne wieder zurück. Aber ich dachte mir, jetzt so, als ich mir noch ein bisschen drüber Gedanken gemacht habe, Mensch, eigentlich kannst du auch hier bleiben. Aber schauen wir erstmal, was uns erwartet. Ich wäre, vielleicht bringt unser Schicksal ja wieder zurück ins andere Sonnensystem. Ich weiß es eben nicht. Deswegen müssen wir da ein bisschen gucken. Vielleicht bringt uns das Schicksal ja wieder zurück. Und dann wäre das ja blöd, wenn ich so vorgreifen würde. Deswegen müssen wir erstmal gucken, was sich so ergibt. Wir müssen mal gucken. Wir müssen einfach mal gucken, welche Planeten wir hier finden, weil wir wollten ja uns ja sowieso ein neues Sonnensystem suchen, beziehungsweise einen neuen Planeten suchen, wo wir dann halt unsere Zelte neu aufschlagen können. Aber wie gesagt, eins nach dem anderen. Nicht vorgreifen. Schauen wir mal. Es kann auch sein, dass wir wieder zurückkommen müssen, sollen, wie auch immer. Und schauen wir mal. Schauen wir mal. Es kann auch sein, dass das Schicksal uns ganz woanders hinzieht. Jetzt fällt mir gerade mal auf. Ich kann gar nicht so weit weglaufen. Weil ich muss mich erstmal aufladen. Ich werde erstmal mein Schild nochmal kurz aufladen und dann gehen wir mal Richtung Raumschiff. Dann haben wir zumindest erstmal das Raumschiff wieder. Das wäre erstmal so meine Mission in dieser Folge. So, dann können wir uns mal kurz mal aufladen. Hier können wir uns auch ein bisschen aufladen. Plutonium, dann haben wir nämlich hier auch gleich alles voll. Terrainmanipulator. Da wollen wir auch nochmal bei A2 Bobzellen. Oh cool, da können wir das ja auch gleich mal aufladen, auch wenn uns das jetzt erstmal... Diese Technologie ist kritisch beschädigt. Na, vielen Dank auch. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall gleich noch... Das ist ja auch beschädigt, hä? Okay. Dann ist das bei der Reise beschädigt worden. Das finde ich jetzt aber gar nicht lustig. Da ist alles in Ordnung. Was brauchen wir da noch? Mikrodichtes Gewebe. Das können wir auch irgendwie herstellen. Ach ja. Haben wir hier noch irgendwie Eisen? Hier haben wir noch 91 Eisen. Das könnten wir mal zum Raumschiff rüber schicken. So. Zink. Bla 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 bla. Achso, hier wollte ich auch nochmal rein. Tamium. Gut, da müssen wir uns auf jeden Fall vor Ort noch Eisen organisieren, aber das dürfte ja eigentlich nicht so das Problem sein. Richtung Raumschiff. So. Und das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Eisen organisieren, dann können wir das Raumschiff nämlich auch noch mit reparieren. Die Frage ist natürlich, ob dann das Raumschiff jedes Mal beschädigt wird, wenn wir durch so ein Portal durchschreiten. Oder ob das jetzt halt jetzt nur für die Mission halt der Fall gewesen ist, ob es ein Zufall gewesen ist. Das müssen wir mal gucken. Und ja, wie gesagt, wir schauen uns einfach erstmal um, gucken wir erstmal, wo wir überhaupt sind. Und dann entscheiden wir halt spontan, ob wir dann wieder zurückreisen, das alte Sonnensystem, wenn das denn überhaupt noch geht. Es kann ja auch sein, dass das jetzt gar nicht mehr möglich ist. Oder ob wir dann halt hier bleiben, wir werden es sehen. Na, aber es ist insofern gar keine doofe Entscheidung, beziehungsweise gar keine doofe Idee. Geht doch mal aus der Sonne. Gar keine doofe Idee hier, hier zu bauen. Also ja, natürlich nicht hier auf dem Planeten, sondern hier in dem Sonnensystem oder in der Galaxie hier zu bauen. Ich denke mal, das kann man durchaus ins Auge fassen. Ne? Nur wie gesagt, ich möchte einen richtig schönen Planeten haben. So richtig schönen grünen Planeten.
Das war zwar auch der letzte Planet nicht, das war ja auch einfach nur so ein roter Planet, beziehungsweise so ein roter Grasplanet. Aber, naja. So, dann haben wir ein bisschen Heridium. Unterwegs können wir mal so 2, 3 Eisen noch mitnehmen. Davon haben wir noch ein bisschen Plutonium. Das würde ich ganz gerne nochmal einsacken. Aber wenn das gerade schon so ein Riesenberg Plutonium ist, dann oh, kann man machen. Plutonium ist nie verkehrt. Ein Sprung in Dunkelheit, lokalisiere dein Raumschiff und gehe an Bord. Und repariere es vorher. Wie weit haben wir es noch? 3 Minuten? Okay, 2 Minuten sind wir schon gelatscht. Ja, es geht aber von der Hitze eigentlich noch. Also ich meine, ich hatte schon schlimmere Planeten, wo du tatsächlich im Sekundentakt, wo das wirklich so tak, 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 so runtergegangen ist. Das haben wir jetzt hier nicht, zum Glück. Ist auch wirklich gut so, weil ich glaube, das wäre schwierig geworden. Das hätte schon was von diesem Permadeath-Modus. Und der hat ja nicht so wirklich Spaß gemacht. Ruhe. Ist aber auch schon etwas... Was ist das da? Nein, wollte ich nicht. Warte mal, ich wollte mal eigentlich... Ach so, das ist eine Höhle. Ich wollte schon sagen, was ist das denn da? Es sah aus, als wenn da irgendwie eine Platte drunter gewesen ist oder in dem Sand. Hätte ja vielleicht auch ein Frachter sein können. Wobei, ich glaube, die Frachter, die stellen sich doch etwas deutlicher dar. Was ist da vorne? Titan? Hatte ich da gerade Titan gesehen? Weil Titan ist immer mein Freund. Titan finde ich immer gut. Weil Titan... Nee, da habe ich mich verguckt. Okay, alles klar. Dann war das doch kein Titan. Dachte, hier hätte ich irgendwie Titan gesehen hier. Ist aber ganz normales Eisen. Schade. Das ist immer gut für Schilde und sowas. Alles zum Reparieren und Machen. So. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Ansonsten gibt es hier aber auch nichts doll. Aua, ja, ich schaff's fast in jeder Folge. Wobei, in der letzten Folge habe ich es, glaube ich, nicht geschafft. Ich wollte eigentlich noch zu diesem... Wie heißt das? Sonnenrebe wollte ich noch ganz gerne. Nehmen wir doch gerne alles mit. Ich würde ja ganz gerne mit dem Mikrofon wegschalten, aber irgendwie funktioniert das gerade nicht. Dann muss ich euch leider ein bisschen anhusten. Ah, da ist nochmal hier dieses... Oh, ich krieg das nicht auf die Kette. Sonnenrebe. Sonnenrebe. Und ordentlich Plutonium haben wir auch hier. Ansonsten relativ ressourcenmäßig. Ja, kann man machen. Relativ normaler Planet. Diese Sonnenrebe ist natürlich schon interessant, so ist es nicht. Aber jetzt auch, glaube ich, nichts, wo ich jetzt drauf gewartet hätte. Was ist das hier? Achso, das ist Platinum mal. Das müssen wir erst nochmal klären, ob wir hier in einem anderen Sonnensystem sind oder in einer anderen Galaxie. Aber ich... Ja, natürlich. Oder, ja, wo wir uns überhaupt rumtreiben. Das ist natürlich noch so eine Frage. So, das können wir eigentlich auch mal rüberschieben. Pognium, das würde ich in der ganzen Herren gerne nachher nochmal vertickern. Nein. So. Ach, das reicht auch erstmal. Nochmal Suspension, das ist schön. Nochmal Suspension, das ist schön. Und nochmal Metall, das ist nicht schön. Was kriegen wir jetzt? Ein Konvergenzwürfel. Das ist nett. Damit sollten wir eigentlich auch mal öfter ran, damit wir eben diese Artefakte kriegen, weil da können wir uns ja ein bisschen mit hochleveln. Das wollte ich über Bord werfen. Ach komm, die 1700 Credits, die wir da kriegen. Da, ich glaube, da können wir uns, das können wir uns schenken. In welche Richtung da? Hier ist zumindest schon mal ansatzweise Gras, beziehungsweise so kleine Pflanzen. Das würde mich ja schon mal glücklich machen, aber das reicht noch nicht. Da ist unser Schifflein, was in der Luft schwebt.
erstmal einsteigen, damit wir unser Schild aufladen können. So, wir können das auch erstmal reparieren. So, ein bisschen Eisen haben wir da. Reicht das denn eigentlich auch schon, Eisen? Wie viel brauchten wir jetzt? Viermal, ne? War das richtig? Gucken wir hier nochmal. Viermal, ja. Viermal, einmal, zweimal, dreimal und viermal geht nicht, weil wir kein Eisen mehr haben. Schade. Fusionszünder, bla bla bla, instabiles Gel. Okay, das heißt, wir müssen gleich noch ein bisschen Eisen sammeln. Das ist nicht das Problem. Was? Ich flüchte zu meinem Schiff. Ich bin froh, in dieser merkwürdigen Welt etwas Vertrautes zu sehen. Wohin hat mich das Portal geführt? Ich war in der Schwerkraft dieser teuflischen Maschine gefangen und nicht stark genug, um mich ihr zu widersetzen. Sie hat sich als Atlas vorgestellt, das Wesen, das so viele anbeten und fürchten. Ich habe keine Spur von Artemis oder den Wächtern gefunden. Warum bin ich überhaupt durch die Pforte geschritten? Warum bin ich diesem Pfad gefolgt? Um am Artemis zu retten, um Wächter zu eliminieren, weil ich es kann. Auch schön, weil ich es kann. Am liebsten würde ich daher das anklicken, ganz ehrlich. Aber wir wollen natürlich Artemis retten, ist doch ganz klar. Ist das wahr? Oder belüge ich mich damit nur selbst im Sinne eines Gedankens, den eine edle Person haben würde? Artemis war auf Hilfe angewiesen, aber habe ich mein Leben wirklich nur für ihn riskiert? Da ist noch mehr in mir, noch ein anderes Begehren. Als ich auf die Konsole starre, bietet sich erneut eine Gelegenheit an. Ich empfange eine eingehende Übertragung, die von einem Ort genau auf diesem Planeten ausgeht. Na, was für ein Zufall. Du bist nicht allein. Das Signal scheint einen Ursprung unterhalb der Oberfläche dieser Welt zu haben. Es verwendet dieselben Worte, die mich schon vor so langer Zeit zu Artemis geführt haben. Ich muss in die Tiefe absteigen, um die Quelle des Signals zu finden. Übertragung beenden. Okay, also jetzt müssen wir mal unter Tage. Und ich wette, wir brauchen dafür unser Dingsbums-Modul. Unser Terraforming-Modul. Ich weiß, dass es kein Terraforming ist, aber ich nenne es trotzdem Terraforming-Modul. Weil wir formen auf dem Terra. Ne? Ja, was? Kopf und Kragen. Oha. Wir formen. Achso, wir brauchen Eisen. Und es ist noch immer noch schweinewarm. Wir nehmen mal ein bisschen Eisen. Ups. Also die kleinen Klopser hier können wir noch mitnehmen. Dann brauchen wir nämlich noch eine Karitplatte. Und dieser andere Laser, diese war auch im Moors. Dafür brauchen wir mikrodichtes Gewebe. Da brauchen wir wieder was anderes für. Ich weiß aber aus dem Kopf gerade nicht, wie man das herstellt. Da muss ich gleich mal schauen ins Rezept. So, noch ein bisschen Eisen. Ich denke mal, das sollte auch gleich reichen. Für mikrodichtes Gewebe und vielleicht für eine Karitplatte. So. Das soll auf jeden Fall reichen. Wupp. Karitplatte. So. Reparieren. Wer föhnen. Was brauchen wir dafür? Ein mikrodichtes Gewebe. Da müssen wir mal gucken. Was brauchen wir für mikrodichtes Gewebe? Mikrodichtes Gewebe. Da. Kann man herstellen aus Platin und Eisen. Haben wir beide. Sehr gut. Ein paar Putzel haben wir auch. Phasenkühlmittel Sigma. Achso, Phasenkühlmittel war das. Ah. Vielleicht hätten wir das mal hier vorne gleich mal hinpacken sollen. Hitzeverteilung plus 50%. Zerlegen, weil hätten wir das nämlich dahin gesetzt, dann haben wir das nämlich gleich hier drunter unter den Waffen. Wir können es ja mal probieren, ob das geht. Ich werde es mal zerlegen. Ja. So. Mal gucken, ob wir das hier mitbauen können oder ob wir uns gerade ein Ei gelegt haben. Das kann natürlich sein, das möchte ich nicht. Ja, war wahrscheinlich klar. Sigma. Ach ne, da brauchen wir andere Technologie für. Strahlaufprall Sigma. Strahlaufprall Theta. Es wäre eigentlich schlau, wenn wir. Achso, da brauchen. Oh, nee, da brauchen wir Omikron. Wirbelwürfel und Kohlenstoff. Was brauchen wir für Tau? Zumindest nur Kupfer, Kohlenstoff. Ja, da müssen wir eigentlich mal nach Hause. Chrysonit. Ja, gut, dann haben wir das einfach zerlegt. Ja. Was brauchen wir eigentlich dafür? Also für unsere Hyperantriebe. Da brauchten wir.
Warp-Reaktor Sigma und das ist Tau. Für den brauchen wir einen Resonator. Ein Resonator für beides Nickel und einmal Pilzschimmel und einmal Frostkristall. Okay. Ja, gut. Wollen wir uns mal hier kurz... Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich schätze mal, hier sollte ein Schiff stehen. Schätze ich mal so ganz, ganz gau. Und das ist jetzt halt nicht mehr da, weil wir mit unserem eigenen Schiff da sind. Finde ich interessant. Geek-Notrufsignal. Das Innere des abgestürzten Schiffes ist ein Sammelsurium an Technologien, die möglicherweise aus anderen Schiffen geplündert wurden. Die korpulente Leiche einer Lebensform mit einem Schnabel breitet sich über das Bedienfeld aus. Der Verstorbene hatte eindeutig eine Vorliebe für die schöneren Dinge des Lebens. Das ist mir doch sympathisch. Der Frachtraum wird von einer Art selbstgemachten Sicherheitssystem geschützt. Wie das restliche Schiff besteht es aus einem Mischmasch aus mehreren Technologien. Eine Deaktivierung könnte schwierig werden. Den Piloten durchsuchen oder... Ach komm, lass uns drauf ankommen. Ich umgehe drei Sicherheitsebenen und öffne den Frachtraum, nur um dann von einer Schockwelle aus Energie umgeworfen zu werden. Ich scanne die Anlage und merke, dass es die Mühe wert ist. Das ist doch schön. Da nehmen wir garantiert auch Schaden. Oder auch nicht. Positronenwerfer. Feuerrate Sigma. Ein Positronenwerfer, das haben wir aber... noch nicht gekauft. Na, ist egal. Dann haben wir erstmal auf jeden Fall... Du nimmst Schaden. Ja, doch, alles klar. Jetzt fühle ich mich zu Hause. Okay. Hier haben wir wieder Suspension. Ja, ist klar. Hier haben wir wieder ein bisschen Plutonium. Beschädigt. Nehmen wir auf. Was kriegen wir jetzt? Konvergenz? Nein, wir kriegen... Was? Nochmal Plutonium? Achso. Ach so. Dann machen wir das mal so. Ja, ins Raumschiff. Das ins Raumschiff. Und dich ins Raumschiff. Wups. So nochmal. Und wir kriegen noch einen Konvergenzwürfel. Können wir dich auch nochmal aufmachen hier? Wir brauchen dafür wieder Heridium und... Und Kohlenstoff, wovon wir natürlich zu wenig haben. Weil das wieder verballert haben. Aber zum Glück haben wir genug Bäumchen hier. Ja, genug Bäumchen hier. Hier können wir uns auch noch mal kurz bedienen. Auch hier, das nehmen wir natürlich noch kurz mit. Noch ein Konvergenzwürfel. Das kommt hier anscheinend sehr oft vor. Nehmen wir uns mal ein Bäumchen mit und dann reicht das eigentlich an Kohlenstoff. Sollte es reichen. Ja, wir nehmen noch ein zweites Bäumchen mit, vorsichtshalber. Kann nicht so knausrig sein. So, jetzt aber. Ey. Ach, mir fehlt noch Eisen. Oh, Mann. Ich wollte nämlich schon, geht das nicht. Verlesen kann es klar ein Vorteil. Schupp. So, jetzt sollte es aber endlich reichen. So. Hat ja auch lange genug gedauert. So. Nanny taufen. 30 Stück. Und auf in unserem Battlestar. Was ist eigentlich das da schräg rechts? Was ist das da? Flups. Fliegt da mal eben hin. Sieht mir so ein bisschen nach Gold aus. Ja, ist Gold. Da gibt es hier öfters Gold. Aber fliegen wir erstmal zu dem... Nö. Fliegen wir erstmal zu dem Punkt. In 15 Sekunden. Blieb. Oh, hier ist doch ein bisschen mehr Gold vorhanden. Das ist doch fein. Vielleicht sollten wir hier noch ein bisschen ernten gehen. Na, wenn wir da mal nicht gleich einen Frachter oder irgend sowas finden. Naja, einen Frachter wahrscheinlich eher nicht. Erstmal landen. Und jetzt brauchen wir sicherlich den Terraformer. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da sollen wir hin. 25 Sekunden. Komm mal weg. Wir sind so weit geflogen. Ja, das sollen wir doch 100 Pro gleich abtragen hier, oder? Ach. Nanu.
Artemis! Interagieren, unbekanntes Grab. Artemis, bist du's? Das müssen wir doch gleich nochmal. Zack, 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 zack. Artemis! Ist Artemis tatsächlich jetzt nur ein Geist? Haben wir die ganze Zeit mit einem Geist gesprochen? Haben wir tatsächlich die ganze Zeit nur mit einem Geist gesprochen? Naja, was heißt die ganze Zeit, aber die paar Male, wo wir ihn gehört haben? Ich nähere mich der Quelle des Signals. Ein Hologramm erscheint. Es ist Artemis, aber es ist nicht zu hören, bis auf das langsame Pulsieren von kosmischen Geräuschen im Signal. Fragen, wer da ist. Fragen, ob alles in Ordnung ist. Ich würde immer ganz... Kann ich denn nicht... Das Gras ist so ein bisschen im Weg. Ich finde das ein bisschen... Okay, fragen, wer da ist. Fragen, ob alles in Ordnung ist. Ich frage mal, ob alles okay ist. Falls mich Artemis hört, gibt es kein Zeichen... gibt er kein Zeichen von sich. Das Hologramm starrt nur vor sich hin. Es ist seltsam, aber es fühlt sich nach einem Déjà-vu an. Als ob ich schon mal hier gewesen wäre, genau in diesem Moment. Fragen, was nicht stimmt. Sie kamen, haben genau beobachtet. Maschinen, Mörder gegen... Als ich mich nähere, beginnt die Projektion von Artemis zu sprechen. Ihre Worte werden von seltsamen statischen Geräuschen unterbrochen. Die Stimme wird still, die Projektion sieht mich an. Irgendwas stimmt hier nicht. Das Hologramm scannt. Ich scanne das Hologramm. Es verfügt über exakt dieselbe Signatur wie alle anderen Übertragungen, die ich von Artemis erhalten habe. Es gibt keine verborgene Quelle des Signals. Alles, was er gesagt hat, scheint aus dieser Höhle gekommen zu sein. Als ich hier stehe, beginnt Artemis zu sprechen. Wo, aussortiert, aber trotzdem geliebt, Anomalie, sie, Nada, Polo beobachten uns, verfolge. Fehler verlassen, es war nicht durch das Portal, bitte traue nicht. Ich habe Angst, sie nicht, sind nicht. Nada und Polo. Die Projektion verschwimmt zu einem Rauschen. Dieses Echo ist alles, was von dem Wesen namens Artemis übrig ist. Ein Grab aus defekten Daten in einer dunklen Höhle. Mein Freund ist tot. Vielleicht war er gar nie am Leben. Ich mache mich auf den Weg Richtung Sonnenlicht. Ich muss Apollo erzählen, was ich gesehen habe. Okay, also ist Artemis tatsächlich tot. Und er hat von Nada und Polo gesprochen, von den beiden aus der Anomalie. Also was spielen die beiden für eine Rolle? Sind das vielleicht doch nicht so die netten Leute, wie wir sie kennen? Oder es könnte alles sein. Positronenfeuerrate, okay. Und dann nervt er mich jetzt schon die ganze Zeit mit. So. So. Erstmal zurück zum Raumschiff. Ich denke mal, dort werden wir gleich Kontakt zu Polo. Zu Polo sei schon mal zu Apollo aufnehmen. Ja, da bin ich mal gespannt. Wenn es wirklich nur ein Geist ist. Warum hat uns der Geist kontaktiert? Warum haben wir ihn jetzt aufgespürt? Warum? Was stand da gerade mit Apollo? Kontaktiere Apollo bei einem Holoterminus. Das ist gerne mit C. Das mache ich doch gerne. Der erste Reisende. Aktiviere den Holoterminus. So, der ist direkt nicht vor uns, sondern rechts von uns. Einmal wenden. Jo. Eine Minute ist er weg. Dann driven wir da mal kurz hin. Achso. Ah, überall sind so kleine Basen, aber ich fliege die mir jetzt mal extra nicht an. Ich glaube, das tut momentan noch nicht Not. Mal ganz entspannt rübergondeln. Huppa. Aua. Noch 20 Sekunden. Halt, warte mal, ist da unten? Achso, es sah gerade aus wie eine Absprungkapsel, sonst hätte ich ihn noch mitgenommen. Der nicht. Tja, das ist natürlich die Frage. Lebt Artemis noch? Ist das... Ich meine, unser Status ist jetzt momentan, er ist tot. Das ist eigentlich so unser... Eigentlich unser erster Gedanke, glaube ich. Das ist, glaube ich, so unser erster Gedanke. Also ich denke auch mal, dass er tot ist, aber
vielleicht ist das dann doch nicht irgendwie, oder es ist... Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Detrium, okay, dann haben wir noch ein bisschen Antrium. Brauchen wir jetzt aber auch nicht zwingend. So. Nochmal nach oben. Gleich geschafft. Und wieder starten. Warnung, Netzwerk beschädigt. Warnung, manuelle Überschreibung erforderlich. Es gibt keine Signalübereinstimmung für Artemis oder Apollo. Das Terminal ist ein Datenstrom aus Warnung und Fehlermeldung. Manuell überschreiben. An die Warnung enden eine neue Frequenz erscheint. Achso. Oder so wieder ein neuer Fraggle hier. Die Null. Okay. Nummer Null. Dann interagieren wir mal mit Null. Du bist nicht allein. Sag mir, was hat das Leben für einen Sinn, wenn wir wissen, dass es enden wird? Oh, jetzt kommen wir nicht mit solchen Fragen. Fragen, wer er ist. Aber das Leben bleibt gelebt. Wir bereichern das Leben anderer. Sagen, dass du es nicht weißt. Oh, jetzt kommt er mit solchen Fragen. Aber das Leben bleibt gelebt. Wir machen mal einen auf ganz schlau. Wir machen mal einen auf ganz schlau. Das Leben bleibt gelebt. Tut es das? Alle diese Momente verschwunden. Alles, was war, bedeutungslos. Ich kenne dich, Reisender. Ich weiß, wo du warst. Ich weiß, wohin du gehst. Ach ja? Was, wenn ich dir sagen würde, dass Artemis gerettet werden könnte? Was, wenn ich dir sagen würde, dass Artemis noch einmal leben könnte? Gewissermaßen. Ich frage mich, was du dann machen würdest. Verlangen, dass es sich identifiziert. Sagen, dass du es machen würdest. Sagen, dass du mehr wissen müsstest. Ja, ich müsste mehr wissen müssen. Ein Skeptiker. Tja, Artemis war bereits tot. Dein Vorhaben, ihn zu retten, ist fehlgeschlagen. Was hast du zu verlieren? Er war schon vorher bereits tot? Okay. Das Blut von Artemis sind Daten. Sein Herz ist eine Störung. Ich kann dir helfen, sie zu beschaffen. Okay. Wir brauchen einen Gedankenbogen, einen Behälter für seine Seele. Kannst du ihn für mich besorgen? Ich reaktiviere Artemis Frequenz. Sprich mit ihm, wenn du soweit bist. Der Fremde bietet mir einen Bauplan für etwas an, das er Gedankenbogen nennt. Er behauptet, dass ich Artemis mit diesem Gerät wieder zum Leben erwecken kann. Jo, akzeptieren. Ich willige ein, ohne zu wissen, wer dieser Fremde ist oder woher er so viel über meine Abenteuer weiß. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, Artemis zu helfen, werde ich sie ergreifen. Neues Produktrezept gelernt. Wir brauchen... Achso, das ist ja ein lebendiges Glas. Da geht's schon los. Schallplatte. Eine seltsame Technologie, ein Geschenk von einem Ort, sehen jenseits der Sterne. Ihr Schimmer lässt darauf schließen, dass sie sich nicht komplett in dieser Welt befindet. Okay, also lebendes Glas brauchen wir. Und eine Schaltplatte. Ist natürlich die Frage, ob wir das Material großzügigerweise bei uns zu Hause im Lager haben. Das würde mich nochmal interessieren. Die nächste Frage, die sich dann stellt, ist ja auch... Können wir soeben mal übers Portal reisen? Das müssen wir nochmal testen. Okay, wir haben jetzt also diesen komischen Seelenbehälter, haben wir jetzt eingesackt. Den müssen wir bauen. Und wenn wir den gebaut haben, dann können wir nochmal mit Artemis quatschen und hoffen, dass wir vielleicht seine Seele extrahiert kriegen. Vielleicht. Soll ich jetzt... Achso. Stelle einen Gedankenbogen her, natürlich. Mache ich doch. Gut, aber das machen wir natürlich auch nicht in dieser Folge. Ich muss mich erstmal kurz ein bisschen ausruhen, mein Schild wieder aufladen. Und dann schauen wir mal, wie wir vorgehen. Ich würde schon ganz gerne nochmal versuchen, hier zur Raumstation zu fliegen. Und dann wollen wir mal gucken, wo wir uns überhaupt befinden, ob wir überhaupt zurückreisen können. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge nochmal in Sky wieder. Macht's gut. Tschüss.